Viele Christen wünschen sich einmal etwas wirklich Abenteuerliches, Spannendes mit dem Herrn zu erleben. Aber irgendwie kommt es in ihrem Leben nicht dazu. Ich glaube, bei einigen zumindest ist es so, dass die Furcht sie lähmt, dass sie etwas falsch machen könnten. Manche Christen sind so von der Furcht eingeengt, ja nichts falsch zu machen, dass sie erst gar nichts machen. Sie sagen, wenn ich nichts mache, ist es besser, als wenn ich was falsch mache. Und das ist völliger Quatsch. Wie bei der Entwicklung eines Kindes, was unsagbar viel falsch macht und dadurch lernt, was richtig ist, ist es auch, wenn wir als Kinder Gottes heranwachsen. Wir müssen Dinge wagen, Dinge ausprobieren, vorwärts gehen und wir werden dann einfach erkennen, wo der Herr uns leitet und führt und er hält seine Hand über uns. Die Angst, etwas falsch zu machen, irgendwas zu machen, was vielleicht nach hinten losgeht, ist eine der größten Waffen des Feindes, um Christen zu blockieren. Und da möchte ich vielleicht dich, wenn dich das betrifft, einladen, einfach mal drüber nachzudenken, ob du nicht dieser Blockade in deinem Leben einfach den Kampf ansagst. Es gibt das wunderbare biblische Beispiel von Petrus, der aus dem Boot heraustritt. Du kennst die Geschichte. Die Jünger sind im Boot und auf einmal kommt Jesus über das Wasser. Und alle sind verblüfft und verwundert, aber dann sagt Petrus spontan etwas Interessantes. Herr, bist du es, so heiße mich zu dir auf das Wasser kommen. Da sprach er, komm, komm. Eigentlich eine verrückte Bitte. Petrus sagt, ich will zu dir aufs Wasser kommen. Ich will auf diesem Glaubenslevel mich bewegen. Und Jesus sagt nicht, Petrus, Moment mal. Da müssen wir erstmal noch ein bisschen Lehre geben. Du musst mal über deinen Glauben nachdenken. Vielleicht musst du beten, vielleicht musst du fasten. Bist du denn reif genug schon dafür? Nein. Jesus sagt einfach, komm. Ist das nicht interessant? Ich glaube, dass er auch zu dir sagt, komm. Komm heraus aus deinem Boot. Komm heraus aus deinen vermeintlichen Sicherheiten. Komm heraus und wandel auf dem, was der Herr für dich vorbereitet hat. Und Petrus stieg aus dem Schiff und wandelte auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Wir wissen natürlich, wie die Geschichte weitergeht. Dann sieht Petrus auf die Wellen und bekommt Angst und fängt an, unterzugehen. Aber Jesus hat ihn gehalten. Er hat ihn genommen und hat ihn hochgezogen. Und er wurde natürlich bewahrt. Das wird auch für dich gelten.